tatsächlich zu schnell, schneller als 90, das hätte ich nicht erwartet. So, wir fahren nach Paris und Lille, offenbar, hä? Sind das nicht zwei Richtungen? Oder kommt dann gleich eine Abfahrt? Eins von beiden. Ich hoffe, wir können dann von Paris vielleicht nach Lille und uns mal den Scania-Händler anschauen. Ah ja, hier geht's ab auf die E44 bzw. die A29 und wir fahren weiter auf der A16. Ich sag das so laut, damit ich mir vielleicht ein bisschen was merken kann. Dann weiß ich irgendwann vielleicht, hey, A16 in Frankreich, das ist doch nach Paris bzw. von Paris weg. Im Umkehrschluss. Aber mal gucken. Vielleicht kann ich ja auch rausfinden, wie das ist mit Wetter und Schnee und ähnlichem. Das gehört ja dazu, aber Wetter und Jahreszeiten. Ob es das mittlerweile gibt, aber dafür bräuchten wir ein Datum. Also langsam füllt sich unser Bett übrigens. Das wird so leicht bläulich von den Füßen aus. Moment, hat man nicht auch... Man hat doch eine Übersicht, glaube ich, noch, ne? Der aktuellen Tour... Schneller Auftrag. Restzeit 6 Stunden für die Durchführung. Okay. Ach ja, Moment. F1, ist das das? Ah, guck mal. So, das ist unser derzeitiger Auftrag. Das ist Navi. Da können wir Abschleppdienst rufen, falls es vorbei ist. Okay. Na gut, aber das können wir auch durchschalten mit, Moment, F6 wäre dann, ja, das können wir auch, okay, das ist ja dann wesentlich leichter. Das habe ich gesucht, dass man da unten reinkommt. So, er möchte auffahren, sieht das da aus? Ja, das sieht aus, als hätten wir da Platz. Kommt da drauf, der Kollege? Nein. Schade drum, ich hätte ja mal zum Gruß hupen können. Ach, schon wieder. So, Mautstation zweite. Ziehen wir ein Ticket. Bonjour. Und was auf Wiedersehen heißt, weiß ich nicht mehr. Salut auch? Ich weiß es nicht. Arrivederci. Dann noch so. Okay, ab nach Paris. Wir sind jetzt, glaube ich, auf Landstraße unterwegs. Grüne Schilder würde ich jetzt einfach mal so interpretieren, dass sich das verändert jetzt. Für eine N, was auch immer N-Straßen in Frankreich bedeuten. Hier müssen wir ab. Falscher Knopf. Da. So, 50. Dürfen wir nur. Berg runter. Das runterregulieren ist halt blöd irgendwie. Linken brauchen wir jetzt nicht mehr, beziehungsweise ab jetzt in die andere Richtung. Auffahren können wir gerade prima. Machen wir direkt. So, es sind nur noch 31 Kilometer bis Paris. Es geht immer relativ zügig, wenn ich hier die ganze Zeit irgendwas zu quatschen habe. Das finde ich ganz gut. Aber die Touren, also ich habe ja schon mal gespielt, da hatte ich dann auch 3 Angestellte, glaube ich, war das. Könnte auch weniger gewesen sein, ich habe keine Ahnung. Oder vielmehr, ich erinnere mich einfach nicht. Da waren es dann wirklich so Touren, waren von Duisburg bis nach Prag oder so, mit, weiß ich nicht, ein paar tausend Kilometern entsprechend. Das war dann schon deutlich anstrengender. Oh, Kollege, mach doch nicht einfach die Ampel auf Rot. Die sind dann auch wirklich, wirklich lang und da schafft man dann eine Tour und hat schon eine halbe Stunde gespielt. Irgendwie so. Das ist dann schon anstrengend auch einfach. Also, da wäre das Quatschen dann einfach auch anstrengend. Ich trinke nochmal einen Schluck ekelhaft kalten Kaffee. Einfach um so ein bisschen wenigstens die Kehle zu befeuchten. Wir werden langsam müde. Bin mal gespannt, wie es bei der nächsten Tour ist, aber ich vermute einfach mal, das gibt sich dann wieder. Und wir sollten auf jeden Fall in Fähigkeitsrang 2 aufsteigen. Denke ich mal. Spontan. So, da wird wieder rot. Wir befinden uns, glaube ich, schon in Paris irgendwie. Man sieht jetzt nichts Paris-Anmutendes, sondern nur Bäume.
Map ist auf jeden Fall... Ah, nee, wir sind... Hä? Ach, wir müssen hier nur in die Nähe von Paris. Schade. Da sind einige Dinge, die wir entdecken müssen, wenn wir mal in Paris sind. Man kann natürlich mit einem eigenen Truck dann auch nochmal einfach durch die Städte düsen und schauen, was es so gibt. So, weiter geht's. Nicht mehr lange, dann können wir unsere Fracht abliefern. Warum wir immer abkoppeln müssen, finde ich auch sehr interessant. Ist ja eigentlich Quatsch. Die können den LKW ja dann behalten. Die werden ja dann quasi wieder entlassen sozusagen. Beziehungsweise weggeschickt und müssen uns einen neuen LKW suchen. Ist ja nicht unser, den wir gerade haben. So, wir können hier nichts anderes als rechts abbiegen. Ich blinke trotzdem mal, weil... Ne? Wir sind jetzt in Poissy, vermutlich heißt das. Ich hoffe, ich spreche die Namen halbwegs vernünftig aus. So, hier ist eine Tanke. Ich blinke, glaube ich. Nee, ich blinkte nicht mehr. Interessant. So, da steht ein Mini. Von der Optik her ein ganz nettes Auto, muss ich echt sagen. Aber von der Größe halt nicht so wirklich. So. Weil halt Mini, ne? Genau wie Smart. Oh, wir sind offenbar, also das gilt als Paris. Da hinten, mit der Himmel nicht hier. Was haben wir denn hier? Reset Logistics. Okay, da können wir was annehmen. Okay. Okay. So, Eingabe. Ich will einparken. Okay, wir müssen entweder da lang oder da lang. Ich versuche mal rechts herumzukommen. Vielleicht gibt mir das Rangiermöglichkeiten. Ich vermute aber, es war genau falsch rum. Es ist völlig egal gewesen, glaube ich. Ach du Kacke. Okay. Nein. Es war wirklich genau falsch rum. Ich hätte von der Seite kommen sollen. Okay. Wir haben ja jetzt streng genommen Zeit. Ich versuche mal irgendwie jetzt noch zu drehen und zu wenden. So, ich muss da jetzt irgendwie rum, ne? So. Ah, das klappt. Das ist gut. Das funktioniert. Das läuft doch. Okay. Hier rum wäre echt besser gewesen. Direkt. Okay. So. Okay. Noch ein bisschen weiter und jetzt das Ganze nutzen, um gerade zu kommen. Ja, das klang falsch, ich weiß. Das war nix. So stehen wir gerade. Und wir müssen noch ein bisschen kursieren. Oh. Gerade. So. Reifen gerade stellen. Sieht gut aus. So. Hä? T. Zack. Okay, wir standen noch nicht. Jetzt T. Er koppelt ab und wir sind durch. Alles klar. Oh, zufriedenstellend. Warum? Abzug für Schäden. Warum? Ich habe nichts gemerkt. Shit. Das ist ja ärgerlich. Okay. Wir haben aber ein neues Level geschafft. Ich würde sagen, das ist gut. Fortfahren. So, was nehmen wir? Nehmen wir Fernfahrten? Ich würde sagen, ja. Dann entdecken wir einfach erstmal neue Städte und so. Wir kriegen mehr Vergütung. Mehr Vergütung. Obwohl. Hochwertige Fracht. 5% höhere Vergütung für das Ausliefern von hochwertiger Fracht. Erfahrungsbonus für das Aufsetzen.
Hochliefern von hochwertiger Fracht. Wir nehmen hochwertige Fracht, wenden das Ganze an und dann schauen wir mal, können wir uns einen LKW kaufen? Scania ist halt nur da. Okay, wir können den jetzt besuchen, dann gehen wir mal nach Lille. Ja, ich fahre jetzt einfach nach Lille, ist ja egal, dann ist ja echt Hupe. So, okay, wir haben 12.000, wir haben natürlich nichts. Listenpreis ist 112.600, das ist noch ein bisschen außerhalb unserer Reichweite. Ich klicke mich mal einmal flotti durch. Ja, die hochleveligen, die können wir ja sowieso nicht holen. Ja, aber wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen. Wir, streng genommen, können wir uns ja hier einen Kredit gönnen. Allerdings maximal den 100.000er, der uns dann pro Tag auch echt viel kostet. Und wenn wir jetzt 100.000 uns holen, mit unseren 12.000 könnten wir zwar den LKW bezahlen, aber wir könnten keinen Sprit bezahlen und auch auf jeden Fall die Rate nicht. Das macht also noch keinen Sinn, sich da jetzt einen LKW zu kaufen. Da können wir besser noch 2, 3, 4, 5 Aufträge fahren, nochmal 12.000 ansammeln. Und ja, dann letztlich vernünftig und schuldenfrei den LKW besorgen. Das macht mehr Sinn. So, aber ich würde sagen, für heute reicht es erstmal. Wir haben jetzt 3 oder 4 Touren gefahren, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall haben wir 2 Level gemacht, haben uns die Gegend so ein bisschen angeguckt. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach auf jeden Fall, das macht mir nämlich gerade echt Laune, in der nächsten Folge und natürlich nächsten Aufnahme. Insofern, bis dahin, ciao, 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 ciao.